Der erste Arbeitstag für Andreas Pfeiffer im Senftenberger Rathaus begann mit einem Frühstück für die Belegschaft. Bei Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen stellte sich das neue Stadtoberhaupt seinen zukünftigen Mitarbeitern vor. Begleitet wurde er von seiner Frau und seinem Sohn. Ex-Bürgermeister Andreas Friedrich nutzte die Gelegenheit, sich bei seinem ehemaligen Mitstreitern zu bedanken. Er war gestern, nach 16 Jahren im Amt, in der neuen Bühne feierlich verabschiedet worden. Pfeiffer ist Senftenbergs dritter Bürgermeister seit der deutschen Einheit. Er betonte, dass sein Vorgänger große Fußstapfen hinterlassen habe, er sei sich dieses Anspruchs bewusst und möchte bereits laufende Vorhaben erfolgreich zu Ende bringen. Die Schwerpunkte sind natürlich, das ist erstmal, dass wir unsere Bauprojekte beenden. Das heißt, dass wir das Erlebnisbad zum Ende bekommen und auch die Regenbogenschule, dass wir da beginnen mit der Baumaßnahme und dann zügig das zu Ende bekommen. Und dann geht es darum, dass wir Strukturmaßnahmen uns überlegen und gemeinsam diese entwickeln.